So sah zu Weihnachten am 24.12. meine feste Mahlzeit aus. Es gab einen rohköstlichen Apfelstrudel mit Mandelpüree und gedünstetes Kokoswurzelgemüse mit Kulturgrün und selbstgezogenem Mikrogrün. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Für euch gibt es heute in diesem Video ein paar Einblicke, was die schleimfreie, die schleimarme Heilkost angeht. Ich zeige euch in diesem Video, was ich aktuell esse, beziehungsweise was ich schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gegessen habe. Also bei mir gibt es gerade nicht so eine große Vielfalt. In der schleimfreien, schleimarmen Heilkost wird das Wurzelgemüse, auch Kürbis, als stärkereich beschrieben und demzufolge auch als schleimbildend. Wenn wir aber das Wurzelgemüse oder den Kürbis dämpfen, backen oder dünsten, dann wird die Stärke umgewandelt und das Wurzelgemüse und der Kürbis wirkt schleimarm in unserem Körper. Dazu soll immer viel Salat gegessen werden, also diese Kombination ist wichtig. Gedämpftes, gebackenes oder gedünstetes Gemüse mit einer großen Menge an Salat, also dass diese erhitzte Kost sollte auch geringer sein als dann dieser frische Kostanteil. Diese Backvariante habe ich auch mal probiert, damals noch mit dem Henry, da haben wir auch ein Video dazu gemacht, das kann ich auch mal oben verlinken. Da haben wir dann eben, ich glaube mal so ein Experiment von 10 Monaten gemacht, wo wir eben auch viel Gemüse gebacken haben, so Süßkartoffel, Kürbis, aber das ist uns nicht so gut bekommen. Ich bin wirklich jetzt beim Dämpfen geblieben und beim Dünsten und ich esse auch nicht jeden Tag dieses erhitzte Wurzelgemüse. Ich esse eher fettarm. Es gibt auch Tage, wo ich fettfrei esse, wenn ich mir zum Beispiel etwas dünste. Das kommt aktuell so 2-3 Mal die Woche vor. Wenn ich zum Beispiel flüssige Mahlzeiten zu mir nehme, also frisch gepresste Säfte, dann füge ich ja auch kein Fett zu. Also es gibt ein paar Tage die Woche, wo ich fettfrei esse. Wenn ich dann nur Rohkost esse, dann integriere ich auch mal ein bisschen Fett. Im Sommer ist es zum Beispiel so, da esse ich auch sehr einfach, wenn es dann die ganzen Tomaten gibt, das ganze regionale Gemüse, das ganze regionale Obst und auch hier noch die ganzen Wildpflanzen, dann esse ich auch sehr einfach und viel Mono und dann merke ich auch schon, wie die Wildpflanzen, gerade die Zeit der Baumblätter, so im April, Mai, wenn ich dann Weißdornblätter esse, Lindenblätter, dass mich das dann auch sehr, sehr sättigt und befriedigt. Jetzt in meiner Biokiste befindet sich viel regionales Wurzelgemüse, auch Kürbis. Also wir haben den Kürbis, wir haben zum Beispiel auch Schwarzwurzel, Pastinake, Petersilie, rote Beete, Möhren, das eignet sich alles sehr gut zum Dämpfen oder Dünsten und dann mit einem großen grünen Salat. Aktuell ist das eben Feldsalat und Postelein, was ich über meine Biokiste bekomme und das ist für mich einfach eine perfekte regionale Mahlzeit. Ich esse zum Beispiel eine Apfelmahlzeit, dann eine halbe, dreiviertel Stunde später kommt dann eben dieses gedämpfte Wurzelgemüse mit ganz viel Grün aus der Biokiste und meinem selbstgezogenen Mikrogrün. Das ist für mich aktuell perfekt. Jetzt gibt es für euch die versprochenen Einblicke. Ich zeige euch erst eine Mahlzeit mit einem gedämpften Gemüse, mit Kulturgrün und selbstgezogenem Mikrogrün. Das ist so eine Speise, die ich aktuell sehr viel esse, beziehungsweise in den letzten Wochen und Monaten sehr viel gegessen habe. Dann gibt es noch einen Einblick, was ich als Rohkostmahlzeit esse. Und ich zeige euch auch die Zubereitung, die ich mir auch zu Weihnachten zubereitet habe, indem ich mal eine Kombination gewählt habe, die ich sonst selten wähle, nämlich Wurzelgemüse, Kürbis und eine Fettquelle, aber auch dazu wieder viel Grün. So kann eine schleimarme Mahlzeit im Rahmen der schleimfreien Heilkost aussehen. Ich habe hier eine Portion gedämpften Hokkaido-Kürbis, dazu gibt es regionales Kulturgrün, Postelein und Feldsalat und hier links, das ist selbstgezogenes Mikrogrün. Das ist eine komplett schleimfreie Mahlzeit. Diese besteht aus geraspelter Gurke, getrockneten Tomatenscheiben, die habe ich noch im Sommer getrocknet, dann selbstgezogenes Mikrogrün aus Brokkoli und Kresse und Dill ist noch dabei, kleingeschnittener Dill. Und dazu gibt es noch Kulturgrün, Postelein und Feldsalat. Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Mahlzeit, energiearm. Diese Mahlzeit kann man auch zu einer schleimarmen Mahlzeit umwandeln, indem man zum Beispiel in den Salat zu den Gurken eine halbe gewürfelte Avocado gibt oder indem man ein Dressing mixt, zum Beispiel aus geschälten Hanfsamen und etwas weißem Mandelmus, ein bisschen Knoblauch dazu, Kräuter je nach Belieben. Und dann kann man dieses Dressing hier über diesen Salat geben oder man gibt hier einfach noch ein paar Hanfsamen dazu, ein paar Kürbiskerne oder Sesam. Wenn ich das Gemüse erhitze, dann dämpfe ich meistens das Gemüse. Das hier ist eine Variante, die für den Übergang sehr gut geeignet ist. Hier habe ich verschiedenes Gemüse, also Kürbisstücke,
Topinambur-Stücke und Pastinakenstücke, die werden einfach erstmal in etwas Wasser weich gedünstet. Kurz bevor das Gemüse weich ist, gebe ich Kokosmus dazu und getrocknete Kräuter, und zwar Thymian und Oregano. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen weiter köcheln, damit auch so ein bisschen eine cremige Soße entsteht. So sieht das fertige Kokoswurzelgemüse mit Kräutern aus. Ich habe das Ganze ein bisschen abkühlen lassen und zum Schluss eine besondere Zutat hinzugefügt, und zwar 2 Tropfen von diesem Young Living Öl aus der Plus-Serie Lemongrass, Zitronengras. Wirklich eine geniale Kombination. Zu diesem Gemüse gibt es natürlich reichlich grünen Salat. Bei mir hier Postelein und Feldsalat. Das ist aktuell regionaler Salat. Den kann ich über meine Biokiste bestellen. Und für mich gehört auch immer selbstgezogenes Mikrogrün dazu. Das seht ihr hier. Links Kohlrabi, rechts Rettich. Das ist aktuell meine Mikrogrünzucht. Im fortgeschrittenen Stadium bzw. auch noch ganz jung am Keimen. Einige Saatschalen oder Anzuchtschalen sind abgedeckt. Da möchte ich ein gewisses Mikroklima schaffen, gerade beim anfänglichen Ankeimen. Mikrogrün kann ich euch wärmstens ans Herz legen, egal welcher Ernährungsrichtung ihr folgt. Mikrogrün ist wirklich eine wertvolle Bereicherung für meine Ernährung, und ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und einen eigenen kleinen Mikrogrüngarten zu Hause anzulegen. Mikrogrün sind sehr vitalstoffreiche Lebensmittel, die auch unsere Gesundheit sehr gut unterstützen können. Wichtiges Zubehör für die Mikrogrünzucht, also Biosaatgut, Anzuchtschalen, Erde, auch Kokoserde, das findet ihr alles im Microgreen Shop. Es gibt auch für alle Erstbesteller 10% Rabatt. Ich setze euch den Link unter dieses Video. Dort findet ihr auch den Gutscheincode. Das Ganze findet ihr auch im ersten angepinnten Kommentar. Meine Ernährungsform besteht aus flüssigen und festen Mahlzeiten. Meistens steige ich so 13 oder 13:30 Uhr mit der flüssigen Mahlzeit ein. Also da beginne ich dann mit der Nahrungsaufnahme in flüssiger Form. Das sind in den letzten Wochen Endiviensaft gewesen, Gurke, Grünkohlsaft, also regionale Säfte. Die Endiviensalate konnte ich über meine Biokiste bestellen. Das ist leider auch vorbei, aber Grünkohlapfel ist auch ein genialer regionaler Saft. Bei den Säften mache ich ein bisschen Abstriche, da ist einiges nicht regional. Ich entsafte mir aktuell auch Granatapfel ab und zu oder auch Stangensellerie, Gurke und selbstgezogenes Grünkraut aus Erbse und Sonnenblumenkerngrün. Ungefähr 2 Stunden später gibt es eine Fruchtmahlzeit. Die besteht dann entweder aus Äpfeln, was vorwiegend in der letzten Zeit vorkommt, weil es eben eine regionale Frucht ist, oder dann ab und zu auch mal Granatapfel oder dann einfach mal ein paar Früchte, die ich mir bei Jurassic Fruit als Luxus bestelle. Und danach, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde danach, gibt es eben die gedämpfte Mahlzeit mit Grün oder eine Gemüserohkostmahlzeit. Ich habe praktisch jetzt von hinten angefangen mit der Gemüsemahlzeit. Jetzt gibt es so ein paar Einblicke, was ich so an Früchten esse. Das sind 2 alte Apfelsorten. Die größeren Äpfel nennen sich Harberts Renette und die kleineren Äpfel nennen sich Kaiser Wilhelm. Das sind alte Apfelsorten, die wachsen auf einer Streuobstwiese mit über 100-jährigen Apfelbäumen. Und ich bin immer sehr dankbar, dass ich von einer lieben Freundin regelmäßig mit alten Apfelsorten versorgt werde. Und diese Apfelsorten verwende ich natürlich auch gern für meine schleimfreie, schleimarme Heilkost. Und so kann dann der erste Teil meiner Mahlzeit aussehen. Das ist ein rohköstlicher Apfelstrudel, der ist sehr gut für die schleimfreie, für die schleimarme Heilkost geeignet. Dazu gibt es auch schon ein Rezeptvideo auf meinem Kanal. Ich verlinke euch dieses Video oben rechts in den Infokarten, beziehungsweise gibt es auch einen Blogartikel, also das Rezept als Blogartikel, das findet ihr unter diesem Video. Die Hülle besteht einfach nur aus Äpfeln, Bananen und etwas Flohsamenschalen. Das Ganze wird trocken gedörrt. Das kann man sich auch gern oder gut als Vorrat zubereiten. Ich habe immer solche Wrap-Hüllen für den Apfelstrudel als Vorrat da. Und die Füllung, die besteht aus geriebenen Äpfeln, einer zerdrückten Banane, etwas Zitronensaft, Vanille, Zimt und Rosinen. Das ist jetzt die einfache Variante. Diesen Apfelstrudel kann man als nahezu schleimfrei bezeichnen, bis auf die Flohsamenschalen, die in diesem Wrap enthalten sind. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Anteil. Dieser Apfelstrudel ist auch fettfrei.
Wenn ihr ein bisschen Fett hinzufügen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel etwas Mandelpüree in die Füllung geben oder etwas Mandelpüree oder weißes Mandelmus auch als Deko über den Apfelstrudel geben. Für die schleimfreie Heilkost eignen sich Granatapfelkerne sehr gut. Hier seht ihr auch einige Granatäpfel. Die esse ich dann entweder pur, einfach so wie ihr das hier seht, vor meiner Gemüse- und Salatmahlzeit, oder ich presse mir daraus einen Monosaft. Hin und wieder integriere ich in meine schleimfreie, schleimarme Heilkost Mangos, also südliches Obst. Früchte sind ja schleimfrei. Das ist hier die Mangosorte Edward. Eine davon habe ich auch schon aufgeschnitten. Die Mangos wie auch die Granatäpfel bestelle ich bei Jurassic Fruit. Die haben immer gutes Obst, gute Früchte im Angebot. Auch gerade bei den Mangos reife Früchte mit einem sehr angenehmen Aroma. Wenn ihr euch für das Angebot von Jurassic Fruit interessiert, ihr findet den Link zu Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für die Erstbesteller gibt es auch 10% Rabatt. Den Rabattgutschein findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt kommen die Säfte, die ich im Rahmen meiner schleimfreien, schleimarmen Heilkost trinke. Ich hatte ja schon erwähnt, Grünkohl, Apfel, Endivie. Dann mag ich auch gern die Kombination Sellerie, also Stangensellerie, Gurke, selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün und selbstgezogenes Erbsengrün. Für meine grünen Säfte verwende ich schon seit Jahren den Angel Juicer. Das ist ein robuster Entsafter aus Edelstahl. Ab und zu wird meine Apfelmahlzeit durch eine Granatapfelkerne-Mahlzeit ersetzt. Hin und wieder mag ich das im Winter auch sehr gerne. Entweder esse ich die Granatapfelkerne pur oder ich presse mir einen Monosaft daraus. Zu Weihnachten hatte ich auch eine Saftkombination ausprobiert. Diesen Tipp habe ich bei uns in der schleimfreien Heilkostgruppe auf Facebook gefunden. Und zwar habe ich Granatapfelkerne, Apfel, Zitrone, Kurkuma und Ingwer entsaftet. Ist auch eine wunderbare Kombination. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr euch für die schleimfreie Heilkostgruppe auf Facebook interessiert, ich setze euch den Link auch unter dieses Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Mein lieber Freund Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp hat mir kürzlich einen ausgezeichneten, genialen Tipp verraten. Wir können mit dem Angel Juicer, mit dem ganz normalen Entsaftungssieb, auch selbst ein Sesammus herstellen, ein hochwertiges Sesammus. Bis zum 31.12. dieses Jahres gibt es noch eine wunderbare Rabattaktion von Slow Juice. Es gibt 10% Rabatt auf den Angel Juicer. Und diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich mit hoher Zufriedenheit schon seit Jahren mit diesem Angel Juicer, mit diesem Rolls-Royce oder den Entsaftern, der komplett aus Edelstahl ist, alle meine wunderbaren Säfte, vor allem auch grüne Säfte, presse. Ist auch sehr gut für Wildkräuter geeignet, für selbstgezogenes Grünkraut, für Monosäfte, Endivie, Stangensellerie, Gurke, Gurke, Petersilie. Also ich habe da schon ganz viel ausprobiert und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Mich überzeugt am Angel Juicer die Robustheit, also praktisch unkaputtbar. Habe ich schon wirklich nicht so gute Erfahrungen mit anderen Entsaftern gemacht, die aus Plastik bestehen. Dann lässt er sich ganz leicht auf- und abbauen. Er lässt sich auch gerade, wenn man grüne Säfte presst, leicht reinigen. Wenn man Wurzelgemüse presst, Möhre, rote Beete, muss man ein bisschen besser das Sieb sauber machen. Aber gerade bei grünen Säften, Grünkohl, Apfel, Endivie, Stangensellerie, ist überhaupt kein Problem, lässt sich ganz sanft reinigen und die Saftausbeute ist auch einfach sehr hoch, sehr gut im Vergleich zu den Entsaftern, die ich vorher schon hatte. Wenn ihr euch schon immer überlegt habt, den Angel Juicer euch in die Küche zu stellen, dann ist jetzt wieder ein Moment, auch einen Rabatt zu bekommen. Gerade bei so einem hochpreisigen Gerät ist es ja nicht zu verachten. Das ist ja wirklich ein ganz hoher Rabatt, den man dann mit diesen 10% bekommen kann. Ich setze euch den Link zum Angel Juicer und den Rabattcode auch unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar.
Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video, zur schleimfreien Heilkost, zu den Rezepten unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch und wünsche euch noch eine wundervolle Zeit.